Moin moin Leute, und zwar tauschen wir heute einen Teil aus. Wir tauschen einmal diesen Plastiküberzug aus. Hier einmal dieses billige Scheißding. Tauschen wir gegen die schöne Teil hier. Das sind CNC gefräste Aluminiumstöpsel. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, hier ist normalerweise die Soundtube dran. Die führt dann Ansauggeräusche in den Innenraum. Da ich da aber kein Freund von bin, rausgeschmissen. Und beim GLT Luftfilter gibt es halt diese Kappe dabei, aber die ist, ich weiß nicht, naja, gefällt mir nicht. Und das hier habe ich jetzt im Forum entdeckt. Ich glaube, der gute Herr nimmt 12 Euro dafür. Warte, ich hol's mal raus. Und hier sind ganz, vielleicht könnt ihr das sehen. Hier sind Gewindegänge drin, nicht Gewindegänge, das sind Abstufungen. Der ist jetzt extra nur für den GLT Luftfilter. Der ist jetzt, glaube ich, hier oben ist, glaube ich, 24 oder 25. Und hier unten ist 19,2 oder so. Aber nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Ich weiß es nämlich nicht hundertprozentig. Ja, aber ich hatte es nämlich schon mal ausprobiert. Der passt so nicht. Der UTR muss noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und wir müssen heute auch nacharbeiten. Und zwar müssen wir dieses Loch hier ein bisschen Material wegnehmen innen, da ist noch genug dran, und außerdem ist es beim GLT Luftfilter nicht wirklich rund, das ist eher so ein Mix aus Oval, also machen wir es jetzt rund. Dafür deinstalliere ich den einmal, also ich schraube ihn hier vorne einmal los, hier einmal ab, hier einmal abklemmen, und dann nehme ich den einfach komplett raus einmal, ist ja schnell erledigt. Bis gleich, ich nehme den jetzt mal eben raus, bis gleich. So Leute, eine Minute später ist das Ding auch schon draußen. So, seht ihr das? Richtig beschissen. Das ist doch, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. So, dann werde ich jetzt dieses Loch mal eben mit einem Kegelbohrer bearbeiten. Und dann sollte es passen. Ich zeige es euch aber mal eben. Also da muss ein bisschen was weggenommen werden, aber nicht viel. Ich mache das jetzt mal eben und dann sehen wir uns wieder. So Leute, ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das Loch gebohrt habe. Der Stopfen ist jetzt drin. Weiter geht nicht, dafür sind ja hier diese Rillen. Weil die Löcher alle unterschiedlich sind von den Luftfilter. Zumindest aus dem Zubehör. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch zusammenbauen. Wie ich finde, ja, sieht deutlich besser aus. Also sieht wertiger aus. Ja. Wo ihr natürlich noch drauf achten müsst, wenn ihr an so einem Ansaugrohr bohrt, ihr müsst es von innen komplett sauber wieder machen. Habe ich jetzt gerade mit Druckluft gemacht. Wenn ihr nämlich hier zum Beispiel noch Plastikreste oder so drin habt, hier wird die Luft angesaugt, die geht hier durch und dann durch die Drosselklappe. Und ihr habt das sonst im Motor drin. Und das endet nicht so gut. Das kann ich euch sagen. Also denkt da bitte dran. Ansonsten, normalerweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Serienluftfilter fahrt, da hat er auch einen hier. Der sieht genauso aus, nur dass der halt 1-2 mm größer ist. Der passt Plug and Play rein. Nur das hier hat halt einen anderen Durchmesser. Deswegen muss ich das jetzt so machen. Wie gesagt, Leute, kleines Video. Diese Woche kommt noch ein Waschvideo. Ich werde mal gucken, wann ich das filme. Muss ich gucken. Ich schätze mal, diese Woche ist viel zu tun.
Also ich denke mal, spätestens Freitag drehe ich das, dann ist das Samstag oben. Von daher, also haut rein, bis dann, ciao.